Geralt hat schon seine Zweifel, dass es sich um einen Geist handelt. Aber mal gucken. Also, wir haben ja schon den Kellerschlüssel gefunden. Hier lag sie, glaube ich, ne? Da gucke ich nochmal rein. Haben wir schon mal in der Servierplatte, brauchen wir jetzt nicht. Okay, dann gucken wir mal. Erstmal wird gespeichert. Dann gucken wir mal in den Keller, ob wir Brockwar das Schwert finden. So. Komm, mach auf. Geralt, mach das auf. Geralt. Ja, ich drück ja schon. Wie oft muss ich noch drücken? Na bitte, Geralt ist ein bisschen... Okay, gibt's da keine Leiter? Doch, da ist eine. Weil ich möchte mich da eigentlich nicht zu Tode stürzen. So, da unten rumpelt's schon. Hört ihr das? Okay. Mach mal ein paar Lichter an hier, Geralt. Ist mir gerade ein bisschen unheimlich. So. Haben wir noch was zum Anzünden hier? Da hinten sind noch ein paar Sachen. Ich zünd erstmal ein paar Dinge an, ja? So. So, so ist schöner. So ist schöner. Haben wir hier noch was? Nee. So, jetzt haben wir hier einigermaßen Licht. Und was liegt hier? Ach, Brockwar, guck mal. So, und jetzt... Oh, shit. Wo kommt der denn her? What is this about? Wo zum... Das war nur ein Schatten. Das war ja mal scary gerade. Raus, 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 komm. Sag Sarah, dass du das Schwert gefunden hast. Mach ich. Wo ist die denn jetzt? Da. So, did you find the sword? I found it. Let's go. After you then. Okay, war ja einfach, aber dieser Schatten an der Wand. You and my dad, you were mates once, right? Hope we still are. But well, I heard you fell out over something or someone. Talking about that story with Yennefer? Long time ago, Dad. In fact, that was before Croc met the woman who'd be your mother. But you and Yennefer had already met? Things were never cut and dried with Yen. What is it about her? Sag mal, pass auf, auf wen du schießt, Junge! Ich dachte, ich sehe nicht richtig, als mir da der Pfeil um die Ohren flog. Steht der da auf dem Weg und ballert rum? So, aber Craig and Great müsste ja langsam mal richtig eingenommen sein von uns. Wir haben jetzt hier beide seine Zöglinge wiedergebracht, beziehungsweise sie gleich, hoffe ich noch. Ich hoffe, sie überlebt die Geschichte. Ah, diese Schattengestalt da. Die macht mir noch Sorgen. Don't know. Why do you ask? I just wonder why she let you come here alone. What do you mean, let me? Nothing. Not a thing. Just got the impression she doesn't like to let you out of her sight. Look, there they are. Horribly bright out here. Stings the eyes. The fresh air will do you good. The gods won't be pleased. Jarl, our guests, remember. What happened to your hand? I sacrificed it to the gods. Forgive him, Jarl. Geralt's got more to learn about our customs. We're close to the gods in Skellige. And the chummier you are, the greater the offering you make. It's our belief that the greatest thing a man can offer is his pain, his suffering, the pure sacrifice. To hear the gods is a gift, not a sacrifice. Die Skelliger ritzen sich also hin und wieder mal ein bisschen, alles klar. These voices you hear. The gods, their voices.
Tja, vielleicht sollten wir nicht mit den... Fangen wir erstmal damit an. Bevor wir seine Götter in Frage stellen. More likely this is somehow related to your dead brother. I told Geralt of Aki. We concluded that... That the gods are angry at you, yet he's the reason. That's why you have to apologize. To Aki himself. I didn't want to. Aki fell in the water. The gods will be angry. Angry you want to make peace with your brother? Are the gods of Skellige that cruel? They are that just. Justice demands you return to the dead what is rightly theirs. Was ist das denn? What would you have me do? Remember where Aki fell in the water? Near the Isle's eastern end, by the mouth of the bay. Current had swept us towards Ulula's Needle. It's a dangerous spot. Treacherous eddies swallow a handful of sailors each year. We need to sail there. Aki's ghost won't rest until Brockvar has returned to his remains. No. No, no, no. The gods, they'll be angry. I feel it. Fear not, Jarl. The gods love you. And they loved Aki. Surely they want this. Well, maybe I can sail there. The sword should be returned. That's what matters. Makes no difference by whose hand. What do I look for? Did Aki have anything that'll help me recognize him? Something he was wearing that could survive all this time underwater? Aye. Our clan ring. That ought to be enough. I'm off. Alles klar. Okay, also leg Brockvar zu Akis Überresten. Na, okay, das heißt, wir schnappen uns jetzt ein Segelboot. Ich guck nochmal nach. Und versenken das, ja genau, an der Stelle. Und da haben wir sogar noch ein Fragezeichen unterwegs. Dann können wir das auch noch gleich mitnehmen. Wow. Elegant, Geralt, wie du da so lang geschlittert bist. So, dann mal ab ins Bütchen. Ja, komm. Ja. Und auf geht's. Das ist diese Insel da, oder? Fragezeichen. Ich guck nochmal nach. Hier müsste das sein. Ja, das ist diese turmförmige Insel. Wir müssen nur aufpassen, dass wir da nicht auf Grund laufen. Wir werden nicht die ersten... Ach, guck mal, wen haben wir denn da? Ey! Was wackelt hier? Ich habe irgendwas kaputt gemacht. Versteckter Schatz. Bin ja schon unterwegs. Da auf der Insel ist er. So, meine Schätzchen. Das ist ja mein Schatz hier. Hui! Moment, das wollt ihr eigentlich gar nicht, aber... Du solltest eigentlich mit dem Schwert... Mit dem Schwert! Mit dem Schwert! Au, mit dem Schwert, Geralt! Mit dem Schwert, Mann! Es war alles falsch, ja. Mit, ja, oder so. Mit dem Schwert, Geralt, nicht die Druckwelle. Mann, 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 zum Glück sind die nur Level 13. Sonst hättest du dir da gleich... Scheitel ziehen lassen von den Herrschaften hier. Come on. Weiß hier, ach ja, ja. Was ist er denn hier? Nein. Daneben. Komm mal her, komm mal her. Komm. Wow, voll dagegen gerollt. Ja, das war jetzt hier keine, war keine Glanzleistung, was ich hier gerade getrieben habe. So. Ein Schädel. Super, aber ich glaube, es ging eher um den hier. Eine Notiz und ein Schlüssel mit Ring und einen Apfel. Den Apfel wollen wir nicht. Komm, die Notiz, die gucken wir uns mal an.
Monsterknochen. Quest, nee, nicht Quests. Inventar. Der krumme Mast markiert den Ort. Nicht jeder Tor vermag den Schatz jedoch zu finden. Aha. Nicht nur für Adler. Ich glaube, wir werden da jetzt... Komm. Erstmal das Schwert versenken. Ich hab's Boot kaputt gemacht. Und dann gucken wir uns vielleicht nach dem Schatz nach oben. Wo ist denn das? Ist das hier das Ruder? Ja. Kurz mal speichern. Hab ich mir fast hier von Level 13 Ertrunkenen den Poppes aufreißen lassen. So. Also hier ist er angeblich abgesoffen. Must be the place. So, bin da. Und jetzt nehme ich mal stark an Tauchen, ne? Alle hopp. Nein. Na, ist gut. Hab doch getroffen. Na bitte. So, abwärts. Wo ist der gute Mann ertrunken? Da, oder? Ja, das sieht gut aus. Ja, das ist er. Okay. Kehre zu und... Nein, jetzt nicht. Ich muss jetzt erstmal auftauchen. So. War es das? Ja. Huch. Wo kommt die denn her? So, wieder an Bord. Wollen wir mal ganz kurz gucken, wo dieser Schatz ist. Wenn der nämlich hier direkt vor meiner Nase hängt... Liebling der Götter. Ne, Hexeraufträge war es nicht. Schatzsuche. Nicht nur für Adler. Wo ist denn das? Ja. Siehst du? Okay, komm, wir gehen nochmal runter. Irgendwo hier ein krummer Mast. Da. Was ist das da? Komm, holen dir. Assassinenhose, kleiner Runenstein, brauchen wir nicht. Die Metronbarren nehmen wir mit. Ein paar Florennen nehmen wir auch mit. Ja, komm. Für hinterhergeschmissen, auch wenn es nur Level 10 ist. Auf. Ne, Jennifer treffen wir jetzt nicht. Jetzt gehen wir erstmal zurück zu... Zu dem heimgesuchten Quests. Nebenquest. Ne, wertvoller Horn. Nein, wo ist denn das Herz des Waldes? Liebling der Götter war das, ne? Ja. So, jetzt fängt es auch noch an zu pieseln hier. Und ich habe Sirenen an Bord. Oh, Gewitter. Mit Gewitter und einem Segelboot. Das müssen wir ganz schnell an Land. Sonst schlägt der Blitz ein. Na, liebe Kinder. So. Na, ob damit der Bruder befriedigt ist? Ich habe ja da so meine Zweifel. Wir werden bestimmt noch den letzten Auftritt mit ihm haben. Auch bei Supernatural taucht das Monster immer noch einmal auf. Ja, Mai auch immer. Im Regen, bei Sturm, bei Gewitter. Boot raus und dann geht's los. Dann packe ich mich auf den See und mache da ein bisschen Musik. So. Die sind hier komisch drauf. Okay. Ihr habt's gehört, ne? Ihr habt's gehört. Da stimmt noch was nicht. Da stimmt was ganz und gar nicht. Was ist passiert? What is this? Ludwig. The voice has commanded him to poke out his eye. What? Why do you do it? Such was the will of the gods.
A sacrifice for Aki. Okay. Da stimmt doch irgendwas nicht. What did the gods want? Exactly. Do you remember? What did they tell you? They were angry. A voice said, you vile wretch. You didn't help Aki. And now you failed to sail out to beg his forgiveness. Poke out your eye. Suffer and regret the evil you've wrought. When did the gods speak to you? Right after I left? Shortly after. Sleep came over me, so I lay down. 'Twas then they revealed their will to me. You always asleep when they speak to you? Always. What do you see then? Do they try to summon you anywhere specific? My old home. They command me to light torches, then speak from the shadows. Okay. The gods ever show you their form, or are they always just a shadow? Once, I steeled myself, gathered my courage, and in my dream made my torch burn bright. I saw a hazy figure sitting in shadow then. Ja, ich glaube, den habe ich auch gesehen. The gods speak from the shadows, you said. Is that why you don't allow any lights in here? In my dreams. At times I see their form, when the torches burn bright. To see the gods is a great honor. Maybe with more light in your house, you'd see them when you're awake as well. Lesser men are unworthy. They cannot gaze upon their faces. The gods always demand you offer them your suffering? Only that pleases them, so they ask for more and more. Das ist, also, ich finde die richtig gruselig, die Story. Okay, da war was. He returned the sword, but nothing's changed. It's not his brother's ghost that haunts him, tortures him. What's wrong with him? Can we talk somewhere in private? The guest room. Come. Darf ich bitte noch mal den Schatten sehen? Ja. Well, know what it is? It's a Haim, a post-conjunction creature. Very rare and very dangerous. It latches on to men who commit vile deeds. It feeds on their pain for years, fueling their guilty conscience. In the end, Haims force their victims to mutilate themselves. Sounds unpleasant. Any way to defeat it? Two methods that work, in theory. Wow, wie krass. Das gefällt mir richtig gut. They say a Haim can be tricked. You have to pretend to do something horrible. Then it'll move on to you as its new victim. When it realizes it's been tricked, it'll be forced to leave. Great. Let's try it. Hey, moment. Don't know anyone who's pulled it off. Well, maybe no one's thought up a trick that was good enough. What's this other way? Witcher's bestiaries say you have to spend a night in the Haim's lair, with the affected individual. The haunted house, you mean? It's hardly cozy, but I wager you've slept in worse conditions. It's not about sleeping. You've got to draw the Haim out. It has to emerge from the shadows, show itself. Can't hurt it otherwise. And it's sure to give as good as it gets. You've seen Udalric. It won't be an easy fight. I know you're doubtful, but we should at least try to find a way to trick the Haim. Might not be as simple as it seems. Besides, neither method's perfect. What do you mean? Tja. Okay, überlebt es vielleicht nicht? Es ist schwierig, einem zu überlisten. The Haim's a demon, and demons are notoriously hard to fool. Plus, the trickster can't know it's a trick. What? The Haim attacks those who have a guilty conscience, truly believe they committed a foul deed. The Haim strengthens their regret and feeds on it. Meaning, if the new host doesn't feel true sorrow, the Haim will sense that. Yes. So, for this to work,
If either of us has an idea, we can't tell the other one about it. Exactly. And what about the other method? Okay. Also ich wäre ja fast dafür zu versuchen, ihn reinzulegen. Aber wie soll man denn jemanden finden, der der Überzeugung unterliegt, etwas Schlimmes getan zu haben, es aber nicht getan hat, aber davon überzeugt ist? Das klingt sehr schwierig. Udalric might not survive an entire night in the Heim's lair. You think the Heim would it try to kill Udalric? No, that would mean losing its host. But Udalric could just expire. He's weak, and the house will summon painful memories. Whereas to the Heim, that'll be an opportunity. The more pain the Heim causes Udalric, the stronger it'll grow. And the more dangerous it will be to you. Both methods seem risky. But I still think we should try the trick. Don't know that I'm convinced. Just please don't tell me you have to consult Yennefer on such things as well. If we fail to think of anything, we can always try the Witcher's way. Hat sie recht. Okay, wir versuchen erst den Trick, glaube ich. Ja, mit ihr brauchen wir jetzt nicht über Yennefer sprechen. Trying the trick can't hurt. Good decision. Haunted house. The Heim's lair. Only place where anything like this could work. After you, then. Ja, okay. Ja, brechen wir auf. No reason to delay. Aber wie funktioniert das jetzt mit der List? Wer ist denn überzeugt davon, eine schlimme Tat getan zu haben? Stufe 22. Oho, danke. Okay, Moment, ich steige ganz kurz auf. Ah, jetzt haben wir hier einen neuen freien Platz, sehr cool. Und wir gehen natürlich weiter an die Bomben, ganz klar. So, und jetzt haben wir hier noch einen freien Platz. Wir könnten natürlich auch mal gucken, ob wir hier noch irgendwas haben. 50 Vitalität. Ich guck noch mal ganz kurz, ob wir vielleicht mit Alchemie nicht irgendwas... Ja. Ob wir da nicht noch irgendwas mit den Mutagenen machen können. Was haben wir da? Blaues Mutagen, ja. So, ich hätte gern noch ein grünes Mutagen für den einen Slot da. Aber mich deucht, den kriegen wir nicht. Okay, dann halt nicht. Hier, dafür, da musste ich ein blaues reinsetzen. Jetzt müssen wir mal gucken. Irgendwas hatte ich hier nicht reingesetzt. Lass mal gucken. Die Bomben sind da alle drin, glaube ich, ne? 1, 2, 3, 4. Jawohl, die Bomben sind alle drin. Und was habe ich denn nicht drin? Ich muss gerade mal gucken. Ah, den hatten wir da drin, ist okay. Mache jetzt einfach mal Trial and Error. Ja, den hatten wir noch nicht drin. Okay. Der wäre drin. Was ist jetzt Sinn der Sache? Durchsuche das Haus. Gucke ich gleich. Spuren. Jetzt gucke ich erstmal ins Glossar. Drakonide. Ist das ein Geist? So ein Heim? Die weiße da. Gucke. Ja, bis jetzt haben wir ja nichts von ihm gesehen. Einige Menschen haben guten Grund, sich vor ihren eigenen Schatten zu fürchten. Monster suchen sich meist Unschuldige als Opfer aus. Langsame Händler, leichtsinnige Kinder, Reisende, die unvorsichtigerweise dunkle Wälder betreten. Keine der zuvor genannten müssen jedoch Angst vor Heims haben. Diese Erscheinungen stürzen sich nur auf besondere, verabscheuenswerte Menschen, die ein unfassbares Verbrechen begangen haben. Ja, oder halt glauben, es begangen zu haben. Ne? Also, vielleicht ist der ja wirklich durch einen Unfall ertrunken. Für alle anderen sind sie unsichtbar. Wenn sie sich allerdings jemanden zeigen, den sie peinigen wollen, erscheinen sie als große, schattenartige menschliche Silhouette mit langen, scharfen Klauen. Was hilft da? Mondstaub, Geister, Öl und Feuer. Okay, haben wir beides. Legen wir beides mal auf. Mondstaub. Haben wir hier was verbraten? Ja, eine davon. Mondstaub. Können sich also in irgendwas transformieren. Wenn wir mal gucken, in was. Geisteröl müssten wir sogar das Verbesserte haben.
glaube ich. Vermute ich. Verbessertes Geisteröl. So, und Igniva. So, damit müsste ich ja eigentlich super vorbereitet sein. Durchsuche das Haus und finde einen Weg, den Heim zu vertreiben. Ah, wieder ein paar Mal zu viel drauf gedrückt. Was ist das für ein gruseliges Gematsche hier? Okay, was haben wir hier? Was ist das? Warum sehen wir hier was? Solid craftsmanship. Fitter must have been from the continent. Ja, und das sagt uns was? Das ist ein Ofen. Okay, ein Ofen. Okay. Ruhe. Ruhe. Kleiner Racker. Was haben wir da? An old cradle. Must have belonged to Udalric or Aki. Geralt, komm. Think I've got an idea. Du hast eine Idee? Ja, komm gleich. Bin gleich da. Halt. Geralt! Wer oder? Ciri. Das ist nicht Ciri. No, it's impossible. Damn it. Looking to discourage me? Good. Means you're scared. Okay. Jetzt spielt er mit uns.